Neben mir steht Hocke Hein, der uns heute eine neue, von ihm selbst entwickelte Fertigkeit vorführen möchte. Das ist richtig, ja. Um was handelt es sich dabei? Es handelt sich dabei um das Schlick-Schlürfen. Moment, Herr Hein, Sie schlürfen Schlick? Was soll das? Ja, das ist eine Wissenschaft, ne? Da weiß man ganz genau, wo der Schlick herkommt, tut, ne? Ach, es gibt unterschiedliche Schlicksorten. Ja, sicher, Schlick ist ja nicht gleich Schlick, ne? Das gibt, Morgenschlick, Mittagsschlick, Abendschlick, es gibt Sommerschlick, Winterschlick, Frühjahr. Verstehe, und das hier, was ist das zum Beispiel für ein Schlick? Ja, also das ist, schauen wir mal, das ist, leicht bräunliche Färbung mit Sedimenten, ein paar Schwebstoffe, riecht nach Krabben und ein Hauch Schiffsdiesel. Ja. Ja, das ist eindeutig, ne? Das ist Pilsumer Watt, Nordostlage. Ich würde sagen, Sonntagnachmittagsschlick. Erstaunlich. Woher wissen Sie das so genau? Ja, das war so, ne? Ich war am Sonntagmittag, war ich in Pilsum Spargel essen. Ja, und da muss ich aus der Hose und habe ins Watt gepinkelt und dabei habe ich einen Hosenknopf verloren. Ja, und den. Den habe ich jetzt wieder gefunden, ne? Eine letzte Frage noch, Herr Hein. Spuckt man den Schlick nicht besser aus? Ja, kann man auch machen, ne? Aber das ist ja ein Slick-Spucken. An guten Tagen komme ich bis 8 Meter. Soll ich mal machen? Ja, vielen Dank für das Gespräch, Hauke Hein.